Hallo und willkommen zum vorletzten Lauf der Fiat Truck Europameisterschaft. Willkommen in Jarama, in der Nähe von Madrid. Es ist die Heimstrecke von Antonio Albacete und er nimmt uns jetzt mit auf die Strecke im Golfcar. Dein Chefmechaniker, der ruft immer Go, wenn du startest. Brauchst du das von mir auch jetzt? Oi de mi. Vale, okay, sí, sí, sí. Go! Aber wir sind so langsam. Es ist wichtig, wenn das Rennen startet und du hinter der ersten Reihe stehst, dann siehst du die Ampel nicht. Es ist wichtig, dass dir jemand sagt, wann es losgeht. Das ist eine althergebrachte Rennstrecke mit sehr speziellen Curbs. Und hier in Jarama sind die Zuschauer sehr dicht an der Strecke. Und auch wenn du im Truck den Helm auf hast, dann hörst du sie schreien und mit ihren Rasseln Krach machen. Cuando gritan o cuando se ponen con las bocinas, va, va, va. In der Kurve musst du eine Linie zur Innenseite finden. Mehr und mehr beschleunigen und dann sehr gut bremsen. Das ist ein Bereich, wo die Bremsen leicht blockieren können. Hier kann man leicht auch von der Strecke abkommen. Das war natürlich die kürzeste Fahrt, die er hier vor seinen Landsleuten hat. Aber auch ein portugiesisches Team ist zurück, José Rodríguez in seinem Renntrack. Ja, zu Ende fahren und auf der Strecke wieder Routine sammeln. Wir haben einen engen Wettbewerb, einige kurvenreiche Abschnitte, also lass die Fiesta beginnen. Das Qualifying hat sich verzögert wegen eines Unfalls im freien Training. Shane Brereton schlug in die Leitplanken ein. Wir schauen auf die Bilder. Glücklicherweise kann er teilnehmen und auch die anderen sind zurück auf der Strecke. Das ist das erste Qualifying des Wochenendes in Jarama. Steffen Faas hatte einen Schreckmoment. Die Windschutzscheibe ist komplett zerstört worden an seinem Tankpool 24 Scania. Der Tabellenführer Norbert Kisch war auch in diesem ersten Qualifying nicht zu schlagen und sicherte sich die Pole Position. José Rodríguez ist hier mit seinem Vater und seinem Sohn. Beide fahren in der spanischen Truckmeisterschaft. Und er ist zurück in der Fiat Truck Europameisterschaft. Und darüber ist er erfreut. Ich bin wirklich glücklich. Ich habe das Vertrauen in den Truck und werde von Runde zu Runde besser. Norbert Kisch ist auf der Pole Position und vor uns liegt Rennen Nummer 1. Und der 36-jährige Ungar vom Revesh MAN-Team führt das Feld in diesem ersten Rennen auf die Start- und Zielgerade. Ampel schaltet auf grün. Die erste Reihe startet gut. Sascha Lenz hat einen etwas besseren Start als Norbert Kisch und kann ihn schon unter Druck setzen vor der ersten Kurve. Die Nuvolari, dann die Fangio-Kurve, beide nebeneinander in diese erste Kurve kann Lenz ihn überholen. Kisch leicht vorne im Mittelfeld ebenfalls Kämpfe, aber es geht alles gut. Wir sind im Auto von Jamie Anderson, der Steffi Halm überholen möchte, gelingt ihm nicht, es staubt ein wenig, aber das ist alles unkritisch und mit den Bildern von Smart Witness sehen wir hier Theo Calvé in
der Position 8. Und Norbert Kich kann sich nach und nach ein ganz klein wenig absetzen von Sascha Lenz. Jochen Hahn auf 3 und der Lokalmatador Antonio Albacete auf der 4. Position. Jamie Anderson und René Reinhardt im Kampf um die Plätze. Und wir haben hier Luke Garrett bei einer Aktion zwischen Theo Calvé und José Rodríguez. Theo Calvé muss aufgeben. Nachher wurde berichtet, dass er einen Elektronikschaden an seinem Bagheera Freightliner hat. Aus im ersten Rennen für Theo Calvé. Im Mittelfeld immer noch heiße Kämpfe. Jamie Anderson im Heck von René Reinhardt. Der Iveco kann es im Moment verteidigen, aber Anderson versucht weiter den Weg nach vorne. Adam Latzko ist im Angriff auf den Lokalmatador hier in Jarama auf Antonio Albacete, aber Norbert Kich baut seine Führung an der Spitze aus. Sascha Lenz auf 2. Position, Jochen Hahn auf der 3, Albacete auf der 4. So geht's ins Ziel und so gewinnt Norbert Kich das erste Rennen dieses Wochenendes. Hier in Jarama ist es immer toll. Nur einmal, als ich Antonio rausgeschoben habe, da mochten sie mich nicht. Es sind wunderbare Fans hier. Sie lieben Drag Racing und die Atmosphäre ist toll. Du hörst sie schreien. Und wir haben nochmal den Überblick über dieses erste Rennen. Norbert Kich fügt seiner hohen Saisonleistung einen weiteren Sieg zu. Sascha Lenz auf 2, Jochen Hahn auf 3. So das Podium. Antonio Albacete vor heimischem Publikum auf der 4, Adam Latzko und André Cosim auf den Plätzen. René Reinhardt, Stefanie Halm, Anthony Janiek und Shane Brereton komplettieren die Top 10. José Rodríguez führt die 2. Hälfte an, Jamie Anderson hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen und ist auf dem 13. Platz. Wir sind hier auf der Pole bei Steffi Halm. Gratulation. Das Rennen startet jetzt. Wie ist deine Taktik? Es ist immer toll, von der Pole zu starten. Klar, es ist der Reverse Grid. Alle großen Jungs sind hinter mir. Ich hoffe auf einen guten Start. Ich hoffe, vorne bleiben zu können. Und dann schauen wir mal, ob ich das halten kann. Und nun geht's los mit Rennen 2. Stefanie Halm auf der Pole Position führt diesmal das Feld an die rote Ampel, die gleich auf grün springen wird. Und dann wird sie die Geschwindigkeit erhöhen, wird beschleunigen und hofft in diesem Startvorgang gegenüber ihrem Markenkollegen René Reinhardt diese führende Position zu behalten. Sascha Lenz ganz dicht an der Boxenmauer versucht schon eine Lücke zu finden, um weiter nach vorne zu kommen. Feld ist durch. Stefanie Halm neben René Reinhardt geht in die erste Kurve, kann die Führung übernehmen. André Cosim ist auch schon neben René Reinhardt im Mittelfeld, geht zunächst alles gut. Steffi Halm kann diese Pole Position in eine führende Position umsetzen. Cosim versucht sich innen an René Reinhardt vorbei zu drücken. Und hier sehen wir aus der Heckkamera von Steffen Faas der Kampf mit José Rodríguez in der Startnummer 14. André Cosim hat sich vor Antonio Albacete gesetzt, Jochen Hahn, Norbert Kich und Sascha Lenz verfolgen sie. Und dann ist René Reinhardt im Pech, geht in die Reifenstapel, kann das Rennen leider nicht mehr fortsetzen. Und auch bei Jochen Hahn deuten sich technische Probleme an. Auch er muss dieses Rennen verlassen. Norbert Kich auf dem Weg nach vorne. Er möchte natürlich so viele Punkte wie möglich sammeln und versucht Platz um Platz gut zu machen. Hier haben wir mal die Beschädigungen, die René Reinhardt bei seinem Einschlag in die Reifenstapel erlitten hat. Shane Brereton und Steffen Faas und Jamie Anderson im Kampf um die Wertung des Goodyear Cup. Und Steffen Faas geht da weit raus, kann das Fahrzeug aber abfangen. Wir sind im Fahrzeug von André Cosim. Der greift Steffi Halm an, versucht sie von der Spitze zu verdrängen und ist dann auch vorbei. Der Don't Touch Racing Pilot in führender Position in Rennen 2.
fährt eng die Kurven an, damit er von Steffi Halm nicht mehr überholt werden kann, setzt sich dann auch leicht ab. Antonio Albacete auf der dritten Position, Kisch auf 4, Sascha Lenz auf 5 und hinten tobt weiter der Kampf um die Platzierungen im Goodyear Cup zwischen Shane Brereton, Steffen Faas und auch Anthony Janjek, der jetzt an Steffen Faas vorbeizieht und einen Platz gut macht. Abstand zwischen Cosim und Halm wird immer größer. Dahinter hat Albacete alle Mühe, Kisch, Lenz und auch Adam Latzko im Bagheera Freightliner auf Distanz zu halten. Adam Latzko im Überholvorgang mit Sascha Lenz und der muss ihn ziehen lassen. André Cosim gewinnt nach dem letzten Wochenende in Le Mans sein zweites Rennen an diesem Wochenende, sein zweiter Saisonsieg und da ist er natürlich froh und Don't Touch Racing ist natürlich auch total erfreut. Man feiert den Sieger. Podiumszeremonie für Cosim, Steffi Halm und Antonio Albacete vor seinem Heimpublikum. Und Christina hat den Sieger am Mikrofon. Ich weiß, Steffi kann es einem sehr schwer machen, zu überholen. Ich wusste, Adam und Antonio waren hinter mir und ich musste weiter nach vorne kommen. Hab dann manchmal auch in den Spiegel geschaut nach den schnellen Jungs, aber war okay. In der Übersicht, André Cosim mit seinem zweiten Saisonsieg im Iveco, Doppelerfolg für die Marke Iveco, Stefanie Halm auf der zweiten Position und der Lokalmatador Antonio Albacete auf der 3, Kisch, Latzko, Lenz auf den Plätzen 4 bis 6, Rodriguez, Calvé, Anderson und Brereton komplettieren die Top 10. Harter Kampf im Goodyear Cup, der bleibt spannend bis zum Saisonende. Und Anthony Janjek auf der 11, Faas auf der 12, Luke Garrett 13, Alia College auf der 14 und Heinrich Clemens Hecker auf dem 15. Platz. Der sechsfache Europameister feiert das 25-jährige Jubiläum und Andreas Ahn hat mit ihm gesprochen. Ja, Jochen, freudiger Anlass sozusagen, kann man sagen. Das Team Hahn Racing feiert 25 Jahre Jubiläum in Truck Race Sport. Als 1996 alles begann, war das abzusehen, dass es mal irgendwie auf 25 Jahre hinausläuft? Nicht. Man hat es ja ganz wild angefangen. Das war mehr oder weniger ein Lebenstraum von Conny und meinem Papa. Es ist schon brutal, wie sich das über die Jahre auch entwickelt hat. Ja, heute sind wir ein fester Bestandteil in der Rennserie. Sind wir auch brutal stolz, wo wir angelangt sind. Und wer weiß, vielleicht reden wir in 25 Jahren wieder. Mal schauen, wie alt wir werden. Was war damals dann deine Rolle, als der Papa gefahren ist, Rennen gefahren ist? Was hast du gemacht? Ja, gut auszusehen war so der Hauptjob. Nein, ich war ja LKW-Mechaniker. Ich war quasi der Mechaniker von Conny. Und so haben wir damals eine Mechaniker-Crew zusammengestellt aus bekannten Leuten, Freunden. Ja, und dann ist es gewachsen. Wenn man sozusagen mal den ersten großen Meilenstein nimmt mit Mercedes, welche Erinnerungen waren da? War das eine super erfolgreiche Zeit? War es eine schwierige Zeit? War eine schwierige Zeit, weil der Lernprozess natürlich voll im Gange war. Und die Phase, die hat dann auch gedauert bis 2011, bis wir dann das erste Mal Europameister wurden. Ja. Und das war dann schon die Kombination aller Jahre, beginnend ab 96. Du warst dann quasi der, nicht nur Europameister, sondern auch der Rennfahrer. Und der Papa, war der dann dein Mechaniker im weitesten Sinne? Hat der dann auch so ein bisschen auf die Technik geguckt? Papa war nicht der Mechaniker, Papa war der Don, das war der Chef. Das muss man, ist ja heute noch. Also hier auf dem LKW, den er zuletzt gefahren hat, steht Konrad Hahn. Der Conny ist ein Teil von dem, was wir heute sind. Fünfter, sechster Titel mit Iveco, sozusagen die dritte prägende Phase fürs Team. Ja, aber am Anfang sagen viele, oh, wie könnt ihr mit Iveco? Und dann sage ich, Leute, stopp. Wir waren bei Mercedes, wir waren bei MAN und wir fühlen uns heute zu Hause, weil Iveco genau die Wertigkeit vertritt, nämlich eine familiäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe. So, und sagen wir, wenn wir in die Richtung wieder kommen, dass wir technisch wieder auf dem Level sind, wo wir hinwollen,
fahrerisch am Ende meines Zenits, wann auch immer der ist, dann wird die nächste Generation bereit sein, also unser Sohn, der Lukas. Und in irgendeiner Art wird auch unsere Tochter Jacqueline irgendwo ein Part spielen in dem Bereich. Und dann gucken wir, dass der Lukas genauso erfolgreich wird im Motorsport wie sein Vater und sein Großvater. Die neue Generation ist am Start. Er ist 5 Jahre alt und das ist ein Truck. Er fährt diesen Truck. Und das ist ein elektrischer Truck und er ist wirklich gerüstet für die Zukunft. Es tu applauso, es tu applauso. Dein Applaus. Clear the youngest driver here. Der jüngste Fahrer hier in Jarama. Wegen Öl und Diesel auf der Strecke haben wir eine Verzögerung von Rennen 3. Die FIA hat eine Fahrerbesprechung abgehalten und alle informiert. Die Entscheidung war, dass alle 3 Testrunden fahren. Dann haben sich die Fahrer wieder getroffen und es wurde entschieden, dass das Rennen unter gelber Flagge gestartet wird. Das ist Tony Itten, der Serienkoordinator der FIA. Ja, ich denke, wir sind so vorsichtig gewesen, wie wir können. Sie wissen, wie die Situation ist. Wir starten unter gelber Flagge. Wir haben gelbe Flaggen in den Bereichen, die besonders betroffen sind. Wenn irgendjemand etwas falsch macht, dann sagen wir ihm klar, mit schwarzer Flagge, Disqualifikation, aber das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber wir machen das behutsam. Antonio Albacete, du hattest die Idee, dass wir unter Gelb starten sollten. Wie stehst du zu dieser Entscheidung? Ja, ich denke, wir können unter Gelb starten. In dem Bereich, wo es schlimm ist, haben wir auch gelbe Flaggen und dann können wir fahren. Es ist ein schwieriges Rennen, aber wir fahren für die Zuschauer, die draußen warten. Sie warten schon den ganzen Morgen im Regen. Wir müssen vorsichtig sein. Fahren aber für die Fans. Das Rennen 3 des Wochenendes ist ein Regenrennen. Und die Startnummer 41 hat wieder die Führung. Zunächst geht es unter gelber Flagge und dann enteilt Norbert Kich auch dem gesamten Feld zusammen mit Antonio Albacete. In den hinteren Rängen der Führenden ist Adam Latzko, der Regenmeister, gegen Jochen Hahn hier in der Fangio-Kurve unterwegs. Und er kann sich gegen den 6-fachen Europameister durchsetzen. Sascha Lenz dahinter ist in Lauerstellung. André Grosim nach seinem Sieg von gestern natürlich besonders motiviert gegen Theo Calvé. Setzt sich erstmal durch, aber der Bagheera Freightliner-Pilot versucht alles, um an André Grosim vorbeizukommen. Vorne immer noch der Kampf zwischen Adam Latzko und Jochen Hahn. Und wir sind im Fahrzeug von José Rodríguez. Natürlich bei diesen Bedingungen fährt man mal raus, aber José Rodríguez kann den Truck dann wieder auf die Strecke bringen. Verliert den ein oder anderen Platz. Es sind halt schwierigste Bedingungen. Alia Kolodz setzt an, ihr bestes Rennergebnis in der Europameisterschaft zu machen. Währenddessen Antoni Janjek hier einmal über das Kiesbett fährt und Norbert Kich gewinnt auch dieses dritte Rennen in Jarama vor dem Hero der Spanier, vor Antonio Albacete. Ein großartiger Erfolg, Antonio Albacete in Bestform bei seinem Heimrennen und der Revesh MAN nimmt wieder Platz hinter dem Schild mit der Startnummer 1 und Antonio Albacete auf 2, Adam Latzko ist das gesamte Rennen ohne seinen Scheibenwischer gefahren. Der Start war ein normales Wettrace, Start im Regen und ja,
Es trocknet immer ab und wenn wir in die Startaufstellung fahren, dann fängt es ganz heftig an zu regnen. Das Rennen im Überblick. Norbert Kiech gewinnt vor Antonio Albacete und Adam Latzko. Jochen Hahn auf der 4, Sascha Lenz auf der 5, Steffi Halm 6. Position. Theo Calvé gewinnt zusammen mit Alia Kolodzic den Goodyear Cup. Doppelsieg also für Bagheera Freightliner im Promoters Cup, Goodyear Cup. Und die zweite Hälfte wird von José Rodríguez angeführt. In diesem Rennen gab es keine Ausfälle und Heinrich Clemens Hecker schließt das Feld auf Position 17 ab. So finally we had three. Schlussendlich haben wir drei Bagheera-Fahrer auf dem Podium und hier das Interview zusammen mit Theo Calvé und Alia Kolodzic. Es ist schön, Sie auf dem Podium zu haben. Ich denke, das ist gut für Sie. Sie lernt eine Menge, gerade auch im Regen. Sie hat keine Erfahrungen im Regen, so ein bisschen wie ich auch. Es war mein erstes Champagner-Spritzen, nicht schlecht. Ich bin glücklich über Platz 2 und auf 9 in den Top 10. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Rennen und ich schaue nach vorn zum nächsten. Und nun sind wir bereit für Rennen 4. Theo Calvé im vierten Rennen bei Reverse Grid auf der Pole Position. Denn er muss sich direkt in der ersten Kurve gegen André Kosim behaupten. Steffi Halm in der Innenseite versucht eine Lücke zu finden, um André Kosim zu überholen. Calvé in den ersten Metern bei immer noch nasser Strecke in Führung und Steffi Halm schiebt sich an André Kosim vorbei, die Fahrerin vom Team Schwabentrack, damit auf der zweiten Position. Antoni Janjek geht ein bisschen durchs Gras, immer noch schwierige Bedingungen bei rutschiger Strecke und im Hinterfeld, da hat man schon den ein oder anderen Tür-an-Tür-Kampf, genauso wie Sascha Lenz mit Norbert Kiech im vorderen Mittelfeld. Und ganz hinten gibt es dann ein kleines Zusammentreffen zwischen der Startnummer 25, Heinrich Clemens Hecker und Luke Garrett. Aber das ist bei diesen Bedingungen nicht unüblich. Auch René Reinhardt muss mal kurz die Strecke etwas nach außen erweitern. Danach trocknet es etwas ab, die Bedingungen werden besser und die Kämpfe werden härter. Jochen Hahn versucht sich an André Kosim vorbeizustehlen. Da geht es bergauf. Es kommt darauf an, wer hat den besseren Schwung in die nächste Passage. Kann Kosim den Angriff des Europameisters abwehren? Adam Latzko geht das Hinterrad weg, aber er kann es kontrollieren. Und Theo Calvé gewinnt sein erstes Europameisterschaftsrennen. Letzte Woche ist er französischer Trackmeister geworden. Jetzt gewinnt er den ersten Lauf in der Europameisterschaft. Und die Fahrerin und die Fahrer verabschieden sich gebührend mit den entsprechenden Donuts von ihrem Publikum. Es war das erste Mal, dass ich hier gewonnen habe in der Europameisterschaft. Ich habe mich von Runde zu Runde verbessert und ich bin wirklich glücklich. Erster Sieg für den 20-jährigen Franzosen Theo Calvé in einem Europameisterschaftslauf. Stefanie Halm und André Kosim begleiten ihn auf das Podium. Adam Latzko, Norbert Kiss und Sascha Lenz auf den Plätzen 4 bis 6. Der Lokalmatador Antonio Albacete verabschiedet sich mit einer 7. Position vom Publikum. Jamie Anderson und Jochen Hahn sowie Steffen Faas komplettieren die Top 10. Shane Brereton, Antoni Janjek und René Reinhardt auf den Plätzen 11 bis 13, Alia Kolodzic und Heinrich Clemens Hecker auf den Plätzen.
Nach diesem Jarama-Wochenende blicken wir auf die Gesamtwertung. Norbert Kisch hat seinen Vorsprung ausbauen können vor dem letzten Lauf in Misano. Sascha Lenz und Adam Latzko trennen nur 3 Punkte. Antonio Albacete auf der 4, Jochen Hahn auf der 5. Shane Brereton auf der 9. Position, führend im Goodyear Cup, aber gejagt von Theo Calvé. What a race. Was für ein Rennwochenende in Jarama. Wir hatten einen sonnigen Tag, wir hatten einen Regentag, wir hatten Rennen unter Gelb. Es ist Zeit, sich zurückzulehnen. Und kann ich dieses Ding fahren? Nein, ich glaube eher nicht.